Hallo und willkommen in meiner Schmiede. Nach den ganzen Rüstungen, Pferden, Schwertern und Speeren war es mal wieder Zeit für was ganz anderes. Also habe ich mich durch meine Kisten gewühlt und mich gefragt, was könnte ich machen. Dabei bin ich dann über das Modell einer italienischen Panzerbüchse gestolpert. Genau genommen über ein Solothurn S18 1000. Deswegen geht es in diesem Video um Panzerbüchsen. Eine Panzerabwehrwaffe, die kurz vor Ende des Ersten Weltkriegs entwickelt und in den Zwischenkriegsjahren immer weiter verbessert wurde. Allerdings nahm ihre Wirksamkeit mit immer stärkerer Panzerung ab und es wurden bessere Panzerabwehrwaffen entwickelt. Grundsätzlich ist eine Panzerbüchse ein Hochleistungsgewehr großen Kalibers. Bereits um 1900 begann die Entwicklung von Hochleistungsgewehren, vor allem für die Jagd auf Großwild. Panzerbüchsen schlagen genau diesen Weg ein. Ein möglichst großes, also massereiches Geschoss soll mit möglichst hoher Geschwindigkeit ins Ziel gebracht werden. Die erste richtige Panzerbüchse war das deutsche Tankgewehr M1918, das nach dem ersten Auftreten von Panzern entwickelt wurde und kurz vor Ende des Krieges zum Einsatz kam. Im Grunde handelt es sich dabei einfach um eine große Variante des Gewehrs 98 mit einem Kaliber von 13 x 92 mm. Es war 1,80 Meter lang und wog 17 Kilo. Der Rückstoß war so groß, dass der Schütze nach wenigen Schüssen mit Kopf- und Gliederschmerzen abgelöst werden musste. Auf eine Distanz von 100 Metern war es mit dem Tankgewehr möglich, Panzerung von 20 bis 25 mm Stärke zu durchdringen. Zwischen den Kriegen wurde mit der Entwicklung von Panzerbüchsen weitergemacht. Es wurden neue Geschosstypen aus bestimmten Metallen, wie zum Beispiel Wolfram, hergestellt, die den Waffen eine höhere Durchschlagskraft verliehen. Das größte verwendete Kaliber war 20 mm, wie zum Beispiel beim finnischen Lahti L39. Das wog dann 50 Kilogramm. Damit war aber auch die Grenze des Machbaren erreicht. In den ersten Kriegsjahren setzte die Rote Armee erfolgreich Panzerbüchsen gegen deutsche Panzer ein, wie zum Beispiel den Panzer III. Meistens reichte ein Treffer aber nicht aus, um den Panzer außer Gefecht zu setzen. Der Grund dafür ist, dass ein einzelner Treffer, selbst wenn er die Panzerung durchschlug, ein Besatzungsmitglied oder Teile des Antriebs außer Gefecht setzen musste, um den Panzer wirklich aufzuhalten. Also wurden immer mehrere Waffen eingesetzt und die entwickelten Selbstladebüchsen erlaubten dann auch noch eine hohe Schussfolge. Das Solothurn S18 1000 ging aus einer 20 mm Maschinenkanone hervor, die gegen Ende des Ersten Weltkriegs von Rheinmetall entwickelt wurde. Diese Waffe war ein luftgekühlter Rückstoßlader und wird als Grundlage aller in Deutschland entwickelten Maschinenkanonen angesehen. Gegen Ende der 20er Jahre wurde die Maschinenkanone zur Panzerbüchse weiterentwickelt. ...1929 übernahm Rheinmetall die Schweizer Waffenfabrik Solothurn in der gleichnamigen Stadt. In Solothurn und später auch bei Steyr in Österreich ließ Rheinmetall Rüstungsgüter fertigen, was aufgrund der Bestimmungen des Versailler Vertrages in Deutschland nicht möglich war. Über die Technik und Funktionsweise der Waffe werde ich an dieser Stelle nichts sagen, denn das machen andere YouTuber weit besser und ich bin auch kein gelernter Büchsenmacher. Das S18 1000 war eine Weiterentwicklung des S18 100, weil dessen Leistungen nicht den Erwartungen entsprachen, die man in das Gewehr gesetzt hatte. Das Grundprinzip der Konstruktion wurde beibehalten, aber verändert. So wurde der vorher sehr schmutzempfindliche Verschluss geändert, um ihn widerstandsfähiger zu machen. Außerdem wurde der Lauf um 40 cm verlängert und stärkere Munition verwendet, was zu einer höheren Mündungsgeschwindigkeit führte. Als Visier verfügte die Waffe über ein Zielfernrohr mit 2,75-facher Vergrößerung. Aufgrund des hohen Gewichts von 50 Kilo waren zwei Soldaten zur Bedienung nötig.
Aber es stand auch eine Radlerfette zur Verfügung, wie sie hier das Modell hat. Wie bereits erwähnt, reichte die Durchschlagsleistung bald nicht mehr aus. Und so verlor das Solothurn S-18-1000 zunehmend an Bedeutung als Panzerabwehrwaffe. Es gab zwar noch das Nachfolgemodell S-18-1100, das unterschied sich aber nicht wirklich von seinem Vorgänger, sondern nur darin, dass man es wahlweise auf Einzel- oder Serienfeuer umstellen konnte. Hier jetzt das fertige Modell. Ich habe mich dafür entschieden, es in meiner italienischen Armee für den Afrika-Feldzug einzusetzen. Deswegen tragen die Soldaten Tropenhelme, wie sie von den italienischen Kolonialtruppen in Libyen zu Beginn des Krieges auch noch getragen wurden. Außerdem sehen die Figuren so ein bisschen anders aus als die üblichen Soldaten mit Stahlhelmen. Das gefällt mir ganz gut. Zwar heute mal wieder ein ganz anderes Video, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und wenn das so ist, dann lasst mir einen Like oder einen Kommentar da oder läutet die Glocke. Eben alles, was ihr so von YouTube kennt, und bis bald in meiner Schmiede.